Man kann Ballen machen und die dann zu Pellets verarbeiten. Ja, das wäre auch mein Plan. Was, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger ist, was man heute machen könnte. Oh, hier habe ich letztens eine Palette umgefahren. Das tut mir natürlich leid. Zack. Ah, jetzt sieht man übrigens, was das ganz cool ist. Ich kann jetzt hier hinten den Anbau von der Presse. Übrigens, gebt euch mal das hier, ne? Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat. Und man kann da einfach mal ganz lässig die Seiten aufklappen und dann das Garn entsprechend umfüllen. Ich kann euch nur empfehlen, die Leute, die gerade da sind, vielleicht habt ihr es schon gesehen, schaut euch bitte mein erstes Video an. Das dauert zwar 30 Minuten vom Add-on. Ich habe mir damit sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich habe die Geräte wirklich detailliert vorgestellt. Und ich habe da unter anderem, kann man mich in dem Video sogar sehen. Ist für manche sicher auch noch ein Anreiz, weil viele immer so schreiben, ich weiß gar nicht, wie du aussiehst. Ich zeige mich zwar, also ich zeige mich ja nicht in jedem Video mit Facecam und so weiter, aber ich zeige mich ja schon. Dementsprechend, kannst du mich bitte grüßen? Haben wir noch einen? Nee, also ich möchte, das war jetzt eine Ausnahme, ich möchte heute nicht nur grüßen. Wie kam es, dass du LS zockst? Boah, das ist eine lange Geschichte. Und die ging vor fast 10 Jahren los. Also, das ist schon ein bisschen. Ich habe ja jeden LS-Teil gespielt. 8er, 9er, 11er, 13er, 15er, 17er. So. Wie findet ihr denn den Steyr? Ich finde, oh, der Steyr, ganz echt, das ist schon mit 300 PS. Gut, 260 braucht die Presse. Da muss man schon schauen, dass man hier wirklich auch was Kräftiges vorhängt. Ja, das ist nicht mal eben so. So. Wir wollen dann mal die, also als erstes hier natürlich die Transportstellung umbauen. Wieder auf stationär. Hi Guden. War bei dem LS-Stand. Agritechniker haben ein Selfie gemacht. Ach, der Bestping war auf der Agritechniker. Okay. Schöne Grüße an den Johannes. Ja, dann mache ich heute doch nochmal eine kleine Ausnahme zwischendurch mit dem Grüßen. Aber ich, ja, wie gesagt, eigentlich finde ich das mit dem Grüßen immer ein bisschen unnötig. Weil im Endeffekt hat da ja keiner was von. Und irgendwann sagt man nur noch, ich grüße dich, ich grüße dich, ich grüße dich, ne? Da habt ihr dann ja wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß dran. Ja, also jetzt kann es richtig losgehen. Wir machen große Ballen. Ich habe gehört, dass unter anderem eins extrem geil sein soll, nämlich die kleine Presse. Wenn man damit diese 10, also 1,80, also 1,10 Ballen sehen wohl ganz süß aus, habe ich gehört. Und 1,80 Ballen sehen wohl, ja, sagen wir mal, beeindruckend aus. Ach krass, habt ihr gesehen? Cool, ne? Da freue ich mich ja schon voll darauf, die einzusammeln. Ich habe einige Ballenwagen hier ins Spiel reingenommen. Unter anderem zum Beispiel auch den von BM, den Brandner, der als Mod direkt am Anfang vom LS rauskam. So. Fahren wir jetzt hier mal rum. Und dann geht's hier ab. Schon beeindruckend, ne? Danke, Bestping. Freut mich, dass dir meinen Vortrag gefallen hat. Ich bin aktuell am Überlegen, da könnt ihr mir was auch hier in den Chat zu schreiben, ob ich am Wochenende einen Stream mache und da quasi den Vortrag streame. Ich möchte den Vortrag nicht hochladen. Dafür ist auch die Soundqualität und so alles ein bisschen schlecht und eigentlich möchte ich ihn auch so ein bisschen, ja, eigentlich nicht so für immer auf YouTube haben. Aber wir könnten drüber nach, also ich habe drüber nachgedacht, den einfach zu streamen einmal. Dann können die Leute den bei in diesem Stream schauen, diesen Vortrag, den ich auf der Agritechnica gehalten habe. Und wer ja, das möchte, kann das dann tun. Ansonsten ist er dann danach halt nur noch bei mir auf der Festplatte. Nico war da glücklicherweise fleißig und hat schön gefilmt. Wow. Also ich muss sagen, die Big Pack, die war bei mir immer die ganze Zeit so ein bisschen, also bis auf den Bell Collector, gut, der macht auch viel aus, war bei mir die ganze Zeit immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wenn ich mir das Add-on angeschaut habe, einfach weil ich mir so immer so gedacht habe, okay, die Premas, das ist das Ding, was man da in erster Linie mal draus haben möchte aus dem Add-on. Aber die Premas, die macht schon hier einiges, also die Big Pack Premas,
Presse macht hier schon einiges an Boden gut, würde ich sagen. So, geben wir mal richtig Gas. Man merkt auch, dass die Presse doch durchaus ein bisschen schwieriger ist. Hinten ist auch eine Anzeige. Können also auch schön von der Kabine aus sehen, wann wir unsere drei Ballen hinten auf dem Kollektor haben. Kommt auf der On the Hills auch das Add-on drauf? Ja, das ist geplant. Aber ehrlich gesagt, weil jetzt ja auf YouTube wird es jetzt die nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich so sein, dass jeder dieses Add-on tot suchtet. Ich möchte jetzt gerne zwar auch am Anfang direkt ein bisschen Spaß mit dem Add-on haben. Martin K., schönen guten Abend, lang nicht mehr gesehen. Hey. Auf jeden Fall, dann wird es das Add-on auf der On the Hills geben. Das ist fest geplant, nur halt nicht sofort, weil wir... Ich sag mal, ich möchte ein bisschen, dass der erste Schwung so, dass alle das Add-on spielen, abgeklungen ist. Und außerdem haben wir dafür auch schlichtweg kein Geld. Die Halle vom Add-on kostet 400.000 Euro, die Premos kostet 300.000 oder so. Ein bisschen Kleinkram dabei, einen ordentlichen Schlepper. Da ist man mal schnell 1 Million LS Euro los. Und das kann ich nicht bezahlen. Wie bist du auf YouTube gekommen? Über einen Freund damals, also... Beziehungsweise es war alles so zu dieser Minecraft-Zeit 2011, 2012. Da hat man dann auf YouTube Minecraft-Let's Plays geguckt, hat die gut gefunden und irgendwann ist man hängen geblieben. Und dann habe ich mit LS einfach so, ich sag mal, meine Sparte gefunden, die mir Spaß gemacht hat. Der Paddy LP schreibt, hey, guten, moin, moin. Ja, und alle Leute, die gerade erst dazu schalten, moin, moin. Der Max Farmer schreibt, ich habe dich auf der Agritechniker gesehen. Ich hoffe, dann hast du mich auch angesprochen. Finde ich immer komisch, weißt du, nach so Messen, auch auf der Gamescom und so, dann schreiben einen die Leute, ja, ich habe dich gesehen. Und dann denkst du so, okay, hat mich denn einer angesprochen? Im Fall von Agritechniker habe ich wirklich viele Leute gesehen, gerade auch wegen meinem Vortrag. Das hat die Leute auch ein bisschen motiviert, mich anzusprechen. Aber sonst höre ich nach der Farmcon oder nach der Gamescom immer, ich habe dich gesehen, aber angesprochen habe ich dich nicht. Und dann denke ich mir immer so, ach, schade, hätte man doch nett mal quatschen können. Ah, cool, Martin. Martin, was hältst du denn bis jetzt so? Gut, du hast es ja selber wahrscheinlich noch nicht gespielt, aber halt wahrscheinlich schon ein paar bewegte Bilder gesehen zum Add-on. Was ist so dein Eindruck? Also mein persönlicher Eindruck ist von diesen Add-ons, die dieses Jahr erschienen sind, den drei. So, bisschen langsamer bei dem großen Berg hier. Zack, jemand drüber. Bei den großen Add-ons dieses Jahr. Also Horsch ist wie so ein bisschen außer Konkurrenz, einfach weil es wie so ein großes Mod-Paket halt kostenlos angeboten ist. Auf jeden Fall ein cooles Add-on mit cooler Map. Und gerade wenn man das Ganze dahinter mit Control Traffic, Farming und so weiter versteht, ist das schon wirklich eine interessante Sache im LS, gerade auch was Realismus angeht. Dann kommt für mich Platinum. Eigentlich ist es ja Versus, vielleicht noch nicht mal. Aber Strohberg und Platinum, ich mag das Platinum. Ich finde, die Zuckerrohranbaugeräte haben geile Animationen. Und da sind viele coole Geräte bei, diese Überladewagen, die sich als Ganzes in den Anhänger reinkippen. Das ist schon wirklich cool gemacht. Aber so vom Inhalt her einfach interessiert mich Südamerika nicht so. Also die Map vom Platinum interessiert mich deshalb nicht so, obwohl es schöne Sachen gibt, wie diese riesige Villa, die begehbar ist. Ja. Kannst du das Spiel 24/7 spielen oder wir machen das nach 2-3 oder wird das nach 2-3 Stunden langweilig? Also ich habe sicher auch schon mal LS so 20 Stunden am Stück gespielt. Irgendwann braucht man natürlich auch mal eine Pause. Aber ich spiele LS gerne seit Jahren und so schnell wird der mir eigentlich nicht langweilig. Wie lange streamst du schon? Noch nicht lange, ungefähr eine Viertelstunde. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob die Sachen hier gerade, ob der Stream jetzt als Folgen erscheinen wird oder nicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ah, das ist schon heftig, ne? Ey, das ist schon... Ne, man hat lange drauf gewartet. Der Buki ist da, huhu! So... Wollen wir gleich mal anfangen, einen Ballenladen, Wagen voll zu machen? Wäre mal eine coole Idee, ne? Martin K. schreibt, also ganz ehrlich, das ist jetzt das Beste, was gekommen ist. Zum Thema Platinum, die Fahrzeuge sind echt klasse, aber auf die Map hätte ich verzichten können. Ja, sieht bei mir ja, wie gesagt, wie ich gerade erzählt habe, ähnlich aus. Die Fahrzeuge sind auch gut gemacht, aber ich muss zusätzlich noch sagen,
Außer auf der Platinum-Map, die ich ja selber, wo ich schon gesagt habe, finde ich jetzt nicht so geil. Auf einer normalen europäischen Map, wenn ich jetzt auf On the Hills, würde ich nicht Zuckerrohr machen, weiß nicht. Das passt irgendwie vom Stil her nicht rein. Und dementsprechend, gut, dann bleiben vielleicht noch ein paar Anbaugeräte, die Starra-Sachen, die Spritzen im Add-on sind sehr gut gelungen bei Giants im Platinum. Aber insgesamt, ich sag mal, im Strohbergung kann man halt alles gut gebrauchen und beim Platinum nur bestimmte Sachen. Die Map ist, glaube ich, wie so eine Geschichte, wer auf dem PC spielt, mit vielen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich eine Zuckerrohrparty machen soll, vor allen Dingen aus eigenem Grund. Zuckerrohrparty wäre ja, jeder darf mitspielen. Ich habe das Gefühl, dass sich tatsächlich relativ wenig Leute Platinum gekauft haben. Also weniger als sonst die Add-ons und DLCs. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Trugschluss von mir, aber ich habe das Gefühl, das haben sich nicht ganz so viele Leute gegönnt. Muss man natürlich auch nicht und ich möchte, und wenn wir wirklich eine Party machen und da ein bisschen übertreiben und dementsprechend auch was runterkriegen müssen von den Feldern, dann brauchen wir halt auch Leute, die mitspielen. Und das ist bei mir aktuell schwer einzuschätzen, wie viele Leute haben denn das Add-on und würden da mitmachen. Wie lange machst, weiß ich noch nicht, vielleicht so bis 6, 6:30, ganz so lange nicht. Ich werde später noch Hof Bergmann mit Daniel aufnehmen, noch ein bisschen mit Daniel quatschen, mal schauen. In welchem Video sieht man mich? Also wenn du ein ganz aktuelles haben möchtest, nicht 1, 2, 3 Jahre alt, dann guckst du heute mal. Ein Video kam um 12 Uhr zum Strohbergungs-Add-on. Da ist ein Interview reingeschnitten mit der Firma Bressel und Lade, die Ballengreifer hier fürs Add-on produzieren. Und ja, da sieht man mich halt quasi prominent. Da weißt du auch direkt, wer ich bin. Ja. Ja, ich sag mal so, ich habe kein Problem damit, mich zu zeigen. Ich stehe da schon irgendwo auch hinter, was ich hier auf YouTube mache. Aber ich finde einfach, Facecam ist so ein bisschen unnötig, gerade wenn man LS spielt, weil es halt kein Spiel ist, bei dem man sich erschreckt oder sonderlich emotional auf irgendwas reagiert. Sondern man spielt halt einfach und dementsprechend, ja, Pickup in den Kurven runternehmen. Ja, muss ich dran denken. Ich spiele heute mal wieder mit LS-Lenkrad, da muss ich dann mal schauen, welche Taste das überhaupt war. Hi, wollte nur sagen, hast ja gesagt, dass man das nur bei Amazon oder so kaufen kann, aber auf der Technica gab es einen Rabattcode. Wie löse ich den ein? Ja, das kann ich dir verraten, wenn ihr einen Rabattcode bekommen habt, auf der Agritechnica zum Beispiel, ich glaube 10-15% oder sowas waren das, dann musst du auf die Aerosoft-Seite gehen. Der Link hier unten, also der Link ist in der Stream-Beschreibung ganz weit oben. Auf die Aerosoft-Seite gehen, auf das Landwirtschaftssimulator, Add-on, Strohbergung, das tust du dann in den Einkaufswagen und dann kannst du da, meine ich, den Rabattcode eingeben. Der Lassezock sagt auch, hab dich auf der Messe gesehen. Ja, cool. Immer ansprechen. Wenn ihr mich irgendwo seht, wirklich, ihr müsst mich dann ansprechen, sonst weiß ich nämlich nachher nicht Bescheid. Ich hab alle, das ist die Verschlüsselung, hä? Also soweit ich weiß, gibt es den Plan von Creative Mesh, dass Modder eine Art Dummy auf die Map platzieren können. Also die können dann quasi die Halle von Strohbergung in die Map einbauen. Und wenn ihr das Strohbergungs-Add-on besitzt, dann steht die Halle da. Wenn ihr das Add-on nicht besitzt, dann steht die da nicht. Also dass das quasi, dass es einen Platz auf einer Modmap gibt, wo das Ganze vorgesehen ist. Und wenn ihr das Add-on gekauft habt und aktiviert habt, dann könnt ihr damit spielen und ansonsten ist da quasi dann ein leerer Platz. Das ist Gold Quest Rally, genau, das ist die Standardkarte, schon lange nicht mehr gespielt. Das Horse-DLC gibt es ab heute im Mod-Hub. Ja, genau, schöne Sache, auf jeden Fall. Damit macht man nichts falsch. Ich glaube, ich werde mich irgendwann in den nächsten Wochen auch irgendwann nochmal ausführlicher dem Horse-DLC widmen, weil das hat es eigentlich schon verdient, würde ich sagen. So, machen wir jetzt erstmal... Kann man die eigentlich auch so abladen jetzt? Wenn ich jetzt sage, okay, Z, nee, Z... Okay. Da habe ich jetzt ja nur ein Einzelnen. Das wollte ich ja eigentlich auch, aber ich dachte... Ah, okay, wenn ich jetzt ausmache, dann holt er alle raus.
Alles klar. Jetzt verstehe ich. Hast du auf der AG Technica auch die Poster mitgenommen, die es da gab?